Jo, hallo Freunde. Oh, heiß. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hillbilly TV. Ihr seht, es sind Schweizer Wochen angesagt. Ein Victorinox jagt das nächste Wenger und umgekehrt und ein Ende ist nicht in Sicht. Heute hier auf dem Tisch ein neues Wenger. Und zwar eins der wunderschönen Serie mit den Holzgriffschalen, nämlich ein EvoWood S557, wobei in dem Fall S wieder mal für Security steht. Und wie schon an diesem schönen Evo Grip ist die Klinge so eine kleine Backlock vorriegelte Klinge, die aber von vorne gelöst wird in diesem Hebel, ne? Ist ein bisschen ungewohnt, dass da hier so ein Ding raussteht. Bleibt man auch prima in der Hosentasche hängen beim Rausziehen. Aber dafür hat man hier dieses tolle Feature einer verriegelten Klinge, das auch hier dieses Modell hat. Und das ist jetzt mal eins aus der großen Serie. Was heißt aus der großen Serie? Ich meine halt schon aus der, von der Länge her der kleinen, aber sag ich mal von der Werkzeugvielfalt ist das 557 schon etwas stärker ausgerüstet als die normalen Wenger Modelle, und wobei hier diese schon zu den besser ausgerüsteten zählt. Bei Victorinox treibt man das Spielchen dann noch ein bisschen weiter hier in der 9 cm Klasse, da geht es dann hoch bis zum Swiss Champ. Der ist dann doppelt so groß, auch noch stärker wie hier das 557 und verfügt über eine Unzahl von Werkzeugen, wo mit Sicherheit aber auch 5-6 Werkzeuge dabei sind, die man wahrscheinlich nie braucht. Darum ist wahrscheinlich so ein Deluxe Tinker oder so ein 557 schon ausreichend für die meisten kleinen Aufgaben im Büro und Alltag. Und das hat mir eigentlich an diesem Modell eigentlich auch wirklich gut gefallen. Nicht nur, dass es diese wunderschönen Schweizer Nussholzgriffschalen hat, mit diesem tollen hineingefrästen Wenger-Logo und dem Wenger-Kreuz. Nein, auch die Werkzeugauswahl ist hier wirklich überlegt und praxisorientiert. Wenn man hier mal, okay, Rückseite, die beiden üblichen Verdächtigen auf der Rückseite, wir haben die Aale, da braucht man nicht mehr viele zu sagen. Im Vergleich zu der Victorinox Aale hat die keine geschärfte Seite. Das ist so bei einer Victorinox Stechaale sogar noch eine Nummer besser. Mit der kann man sich auch mal irgendwo ein Loch reinschneiden. Dann lassen hier die Wenger Aale nur ein, man die Möglichkeit hat, ein Loch irgendwo rein zu pieksen. Ja, und der Korkenzieher, ne, den kennt man ja. Anfangen tut es auf der Seite dann hier mit diesem, sag ich mal, Nagelwerkzeug, das wir auch hier vom Evo Grip kennen. Mit einer kleinen Feile dran und ja, ich denke, das ist für die Maniküre. Dann haben wir von der anderen Seite her zu öffnen. Hier sieht man schön, ne? Das ist ein Backlog-Folder hier hinten. Greift dann die Rückenfeder in die Klingenwurzel und verriegelt das Messer. Bloß wird das hier nicht hinten gelöst, wie beim normalen Backlog, sondern die technische Lösung erfolgt von vorne über den. Naja, das ist eigentlich nur eine Verlängerung, um von unten auf die Feder zu drücken, die dann hinten rausgedrückt wird und man die Klinge wieder einklappen kann. Aber gut gelöst, einfach ein doch sicheres Feature. Was hier etwas komisch ist, ist die Feder. Manchmal beim Zuklappen muss man ein bisschen nachhelfen, dass die Klinge als einklappt. Wenn man es wirklich verriegelt hatte und löst, dann bleibt hier als, man sieht es da, manchmal die Feder. Ja gut, jetzt geht's wieder. Vielleicht darf man hier auch nur einfach noch mal einen Tropfen Öl reinmachen, damit die dann wirklich immer sicher das Messer schließt und ich vielleicht noch ein bisschen geöffnet in die Hosentasche wandert, das könnte vielleicht wehtun. Dann ein tolles Werkzeug. Hier auch ein Modell mit Zange. Sowas gefällt mir natürlich immer gut. Und im Vergleich zur Zange vom Deluxe Tinker, wie auch bei der Feder, bei der Schere, haben die Wenger Modelle hier einen massiven Liner und nicht hier diese kleine Feder. Und noch ein Unterschied.
Das Teil lässt sich wie die alten Wasserrohrzangen hier in der Größe verstellen, ne? Da kann man dann auch mal noch eine größere Mutter anpacken oder irgendwas zum Öffnen. Ja, nettes kleines Feature an so einer kleinen Zange, ne? Wir haben ja nur die Größe zum Öffnen. Da kann man noch mal ein bisschen spielen und was richtig Großes greifen, ne? Ganz nett gelöst. Und so ein kleines Zinkchen macht aus so einem kleinen Werkzeugtaschenmesser doch ein ganz praktischer Begleiter. Echt nett gelöst. Dann eigentlich auch ein interessantes Werkzeug hier nochmal. So ein kleiner Mutternschrauber. Da sieht man hier so ein bisschen die Abstufung, um die entsprechend großen Muttern greifen zu können. Hier so ein kleiner Schraubenschlüssel, mit dem man dann im Notfall mal irgendwo eine Schraube festziehen kann, die sich vielleicht gelockert hat. Oder auch öffnen, wenn man irgendwo was verstellen muss. Sehr massiv in der Ausführung, also ordentlicher Schraubenschlüssel. Auf der anderen Seite, was in dem Fall wahnsinnig schwer rausgeht, der Kreuzschlitz. Der hat also wirklich eine Rückenfeder hier. Also das Teil, brutal. Das sitzt fest wie ab. Während das denn hier am Modell nochmal kleiner der Kreuzschlitz als Korkenzieherersatz drin ist, ist hier beim großen 557. Ja, 557, nicht 577, 557. Der Kreuzschlitz wie bei den großen Victorinox-Modellen, bei den normalen Werkzeugen drin, auch hier beim Deluxe Tinker, ist der Kreuzschlitz der Ersatz für den Korkenzieher. Und der wird hiermit versenkt. Auch ein ganz sinnvolles Werkzeug heutzutage. Alle möglichen elektronischen, elektrischen Geräte sind mit Kreuzschlitzschrauben gesichert, obwohl immer mehr Torx-Schrauben aufkommen. Wahrscheinlich wird man in ein paar Jahren an Taschenmessern standardmäßig 10er Torx oder irgend sowas haben. Sitzt also wirklich bombenfest. Dann haben wir hier noch die Victorinox-Schere. Ebenfalls in der guten Ausführung mit so einem richtigen Stahlliner. Und auch wieder, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, vorne die Schneide der Schere ist geriffelt. Ganz fein, ganz, ganz fein Wellenschliff und schneidet hervorragend auch durch. Also sich Paracord-Schnüre, also wirklich eine klasse Schere. Haben wir auch hier das gleiche Modell an dem Evo Grip. Beim Deluxe Tinker hat man zugunsten, Quatsch, die Säge fehlt beim Deluxe Tinker. Ich verwechsel es immer mit meinem Hunter, beim Huntsman. Dort haben wir die Säge. Hier die Schere ist wieder dieser kleinen Feder gelöst, während das ein Wenger auf diese fetten Liner setzt. Ich hoffe, im Zuge der endgültigen Auflösung der Marke Wenger übernimmt Victorinox diese Patente, weil das finde ich wirklich fein gelöst. Diese Schere ist wirklich gut. Und nach der Schere kommen noch die beiden üblichen Verdächtigen auf der Vorderseite, der Kapselheber und der Dosenöffner. Dosenöffner unterscheidet sich stark zu den Victorinox-Modellen. Während dass man sich mit dem einen vorwärts arbeitet, arbeitet man sich mit dem anderen rückwärts durch die Dose und der Victorinox hat vorne immer noch den kleinen Schraubendreher dran, um irgendwelche kleinen Schräubchen zu öffnen. Eigentlich auch ganz gutes Patent. Aber im Notfall kriegt man mit beiden seine Dose Baked Beans auf. Vor dass dieses Modell so umfangreich ausgestattet ist und auch noch dicke Holzgriffschalen drauf hat, macht es in der Breite nicht mal so viel aus. Zum Deluxe Tinker gerade mal eine Holzgriffschalenbreite ist es dicker. Also ob man jetzt den in der Hosentasche spazieren trägt oder den, das fällt nicht weiter ins Gewicht. Und man hat hier doch eine wirklich schöne, sinnvolle Auswahl von Werkzeugen mit einer verriegelten Klinge. Auf die Säge wird in diesem Modell
Modell verzichtet. Das ist mehr so das Messer for the City. Währenddessen wir hier diesem Modell die Säge mit dabei haben. Und auch der Deluxe Tinker von Victorinox mehr für das Stadtleben ausgelegt ist mit Kreuzschlitz und Zange und ohne Säge. Und hier beim Evo Grip Modell hier die Säge mit dabei. Dafür fehlt hier die Zange zum Beispiel. Aber da hat man ja schön die Auswahl, wo man mehr unterwegs ist. In der City oder draußen. Ist natürlich auch das Gelb schöner. Das findet man gleich wieder. Ihr seht schon, hier hängt eine Taschenmesser Kydex dran. Das Messer hat sich nämlich dann gleich mal meine Frau beschlagnahmt. Das habe ich die längste Zeit gesehen. Aber hier dieses Wenger mit Holzgriffschalen. Das stand noch auf meiner Haben-Wollen-Liste. Aber das habe ich nie so für so brisant empfunden, dass ich da jetzt handeln muss. Aber in der Zwischenzeit weiß man ja, dass es diese Dinger nicht mehr lange geben wird. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nehmen wir die fallenden Marktpreise gerade mal mit. Wir werden gerade zum Teil 20 Euro unter UVP gehandelt. Und ja, da war eben hier nochmal ein EvoWood S557 fällig. Es kommt noch ein weiteres Wenger mit Holzgriffschalen. Dann habe ich, glaube ich, genug Schweizer Taschenmesser, obwohl dieser Satz an sich schon verboten gehört. Man kann nicht genug Schweizer Taschenmesser haben. Aber wenn man aus jedem Bereich so ein bisschen was hat, dann glaube ich, habe ich genug Spielzeug aus der Schweiz. Und man kann da immer mal schön abwechseln und mal mit dem einen oder anderen dabei haben und seinen Spaß damit haben. Oder auch mal richtig sinnvoll ein kleines technisches Problem lösen, weil man eben auch mal auf so ein Werkzeug wie eine kleine Zange oder einen Kreuzschlitz zurückgreifen kann. Ein Taschenmesser hat, ein Dosenöffner, Flaschenöffner, ne? Oder mal gemütlich auf die Schnelle einen Korkenzieher braucht im Garten beim Grillen und jo, da ist auch dem Rotweingenuss gleich das Problem gelöst mit der Flasche öffnen, ne? Während man eine Bierflasche kriegt man immer irgendwie auf, ja. Bei einer Weinflasche wird es dann ein bisschen komplizierter. Jo, das war heute mal hier ein schönes, kompaktes Taschenmesser aus der Schweiz. Gut, man sollte die Zange nicht einklappen, wenn sie auf der großen Stufe ist. Dann hat es zu wenig Platz. Sondern auf der kleinen. Ein wirklich mechanisch fein verarbeitetes Messer. Und die Holzgriffschalen, die Wenger damals als erste an ihre Schweizer Taschenmesser gebaut haben, die sind natürlich schon was Besonderes. Sieht man nicht alle Tage serienmäßig. Es gibt inzwischen auch den Swiss Champ von Victorinox mit Holzgriffschalen, aber das Teil ist dann nochmal eine Nummer heftiger mit wirklich allen Werkzeugen, die man sich nur vorstellen kann. Aber ich finde, das 557 macht einen guten Eindruck und das ist ein toller Kompromiss in Sachen Werkzeugvielfalt, Größe, Gewicht, guter Stichpunkt und natürlich auch Preis-Leistung. Denn selbst so ein schönes mit Holzgriffschalen versehenes mit verriegelter Klinge bekommt man momentan für 50 Euro. Und Gewicht schlägt es mit 124 Gramm zu Buche. Was macht der gute Deluxe Tinker aus dem Hause Victorinox? 122 Gramm. Vor dass ich hier nochmal einen Layer mehr habe, mit ein paar Werkzeugen mehr, sind 2 Gramm mehr in Ordnung. Das sagt hier unser kleiner Evo Grip. Der ist natürlich mit der Kydex mit 95 Gramm noch eine Ecke leichter. Ja, die Zange, die bringt ein bisschen Gewicht. Die ist doch wirklich das breiteste Werkzeug. Und die bringt halt ein paar Gramm mehr auf die Waage. Aber vom Gewicht her wirklich interessant. Gerade mal 2 Gramm mehr. Und wie gesagt, von der Breite her gerade mal die Griffschale. Eine Griffschalenbreite stärker. Das
Messer an der breitesten Stelle ist 2,8 cm. Nicht mal 3 cm stark. Also das geht noch gut in die Hosentasche. Die Klingen sind bei diesem Modell natürlich ein bisschen kleiner. Hier haben wir noch diese 69 mm Gesamtlänge bis zu den Griffschalen her. 68 mm. Aber mit einer Gesamtlänge von 14,9 cm. Aber damit lassen sich einfache Schneidaufgaben erledigen, unterwegs bei der Wanderung, beim Festbau oder beim Öffnen von irgendwelchen Verpackungen. Als Sarg ist ja wirklich alles eingeschweißt bis zum geht nicht mehr. Genau, hier haben wir auch 68 und 15, ist ein Zentimeter länger das Ganze, knapp 16 cm. Ebenfalls 68 mm Klinge, 14,9 cm Gesamtlänge. Gute Werkzeuge für den Alltag. Und bevor ich das Taschenmesser zu Hause liegen lasse, wenn ich aus dem Haus gehe, lasse ich doch lieber mein Handy zu Hause oder sonst irgendwelches elektronisches Spielzeug und habe lieber eins dieser kompakten, praktischen Werkzeugtaschenmesser dabei. Also Leute, ihr wisst Bescheid, Wenger macht's nicht mehr lange. Die wollen die Marke den Sommer über komplett auflösen. Die Firma wird Gott sei Dank mit den Mitarbeitern, den Arbeitsplätzen und hoffentlich auch den guten Innovationen und Ideen im Victorinox-Konzern weiter bestehen und sich darin auflösen. Aber der Markt verliert ein paar interessante Modelle und Marke, und sie gehört ja schon seit 2008 zu Victorinox, was eigentlich auch schon schade war, weil so ein bisschen gesunde Konkurrenz und Innovationswettbewerb in diesem Sektor tut dem Markt eigentlich ganz gut. Aber besser, Victorinox hat Wenger übernommen und behält die Firma und die Arbeitsplätze und die Patente bei als irgendein Heuschreckeninvestor aus dem Ausland. Da ist mir das so noch lieber. Und man kann jetzt noch mal günstig im Neumarkt ein paar schöne Wenger Modelle sich zulegen. Ich werde noch mal Videos drunter verlinken vom Odo TV. Der hat auch letztens noch mal schön Wenger Messer vorgestellt. Und beim Stefan Schmalhaus müsst ihr reinschauen. Der hat auch immer wieder mal ein tolles Schweizer Taschenmesser Video drin. Aber da auch mehr im nächsten Video hier auf dem Kanal beim Hilbidi. Da gibt es nämlich noch ein weiteres letztes Wenger mit Holzgriffschalen. Ich warte nur noch auf die Lieferung. Also Leute, oh, vor lauter Quatschen wieder hier. Die Leute schreiben schon, ich mache viel zu lange Videos, aber was soll's, ne? Trinken wir hier noch meinen Kaffee leer. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Packt euch ein Taschenmesser in die Hosentasche. Sind auch fantastisch gute Geschenke. Bei uns im Wald heißt es immer, was ein rechter Kerle ist, der hätte recht, Sackmesser. Also lasst eure Smartphones zu Hause und steckt ein Taschenmesser ein. Damit lassen sich wesentlich mehr Probleme lösen. Also Leute, habt eine gute Zeit. Danke fürs Reinschauen, fürs Kommentieren, von Daumen hoch, von Daumen runter, für die ganzen E-Mails. Wir bleiben in Verbindung, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal bei YouTube. Also, ciao.